Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Homefront. In der letzten Folge hatten wir ja schon einiges an Prozente gesammelt für Herz und Gedanken. So, wie kriege ich jetzt... Eigentlich wollte ich jetzt ja hier ein bisschen rumrandalieren. Ich weiß aber echt nicht, wie ich das jetzt am besten machen soll. Dass ich da die Fahrzeuge ausgeschaltet bekomme. Weil ich komme da nicht wirklich ran. Also wir haben hier einiges an Fahrzeuge rumfahren. So, hier haben wir, was haben wir hier? Sprengstoff. Kann ich das einfach runterschmeißen? Ja. Cool. Das funktioniert sogar. So, mehr habe ich jetzt leider nicht. Habe ich dafür noch ein bisschen an Material. Auf jeden Fall, ich habe erstmal geguckt, wie ich mir... Oh cool, ich kann auch welche bauen. Was haben wir hier? Ablenkung, Knallkörper. Oh, Molotov-Cocktails können wir auch noch bauen. Oh, hier ist aber gerade einiges los. Okay, jetzt sind die Fahrzeuge gerade explodiert. Wir suchen hier gerade wie verrückt rum. Ist die Frage, ob die jetzt auch irgendwie hochkommen. Ah, da ist eine Drohne. Irgendwo ist da eine Drohne. Warte mal, haben wir hier noch. Weiß nicht, sehen die das, wenn ich von hier oben wie ein Bekloppter rumballer? Ah, jetzt ballert der hier unten. Kriege ich ja wahrscheinlich ohne Sprengstoff gar nicht weg. Ah, Sprengstoff kann ich mir gerade nicht mehr leisten. Ah, Mist. Ich zähle mir noch einiges an. Kommen wir da rüber? Naja, ist ja direkt wahrscheinlich das Hauptgebiet von der von den Norks, von der KVA. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Ah, geht mal rüber. Bisschen Munition aufladen. So. Vielleicht erstmal hier unsere Ausrüstung anpassen, Waffen. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Equipment. Oh, wir können es noch. Was haben wir denn hier? Annäherungsablenkung. Ah, stimmt, die können wir auch noch aufrüsten. Ferngesteuertes Auto, brennbar. Das hätte ich ja gerne, ne? Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Beschleunigen, aussteigen. Bürger, entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole, entfernen Sie sich von der Straße. Was zur Hölle war das? Da ist gerade eben irgendwas gesehen, oder was? Nur kommen noch mehr Leute auf unsere Seite. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute ausschalten, ey. Ist auf Dauer auch langweilig. Wo war hier noch was? Hier, Munition. Ja, jetzt schießt der wieder. Ich möchte aber gerne mal eben Ausrüstung anpassen. Meine Armbrust wieder haben. So. Und dann schauen wir mal.
Oh, mein Auto ist da unten. Ja. Diese Zone gelten Notmaßnahmen. Tödliche Gewalt wurde autorisiert. Ordnungswidriges Verhalten wird nicht toleriert. So, wie kriege ich das Auto jetzt hier runter? Das irgendwie hier runterschmeißen? So, wir beschleunigen. Noch zwei detonieren. Das möchte ich jetzt sagen. Ah, ist auch echt schwierig zu lenken, das Ding. So. Haha, das ist geil. Also die Teile, die liebe ich. Die find ich cool. Achtung, Bürger. Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie sofort nach Hause zurück. So, Munition würde hier jetzt ja wirklich auf jeden Fall noch genug rumfliegen. Irgendwo läuft hier noch einer. Ne, hier sind noch ein paar mehrere. Achtung, Bürger. Unterlassen. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Oh, das war daneben. Haben mich gesehen? Ne, die suchen mich noch. Jetzt haben sie mich gesehen. So, lieber schnell da oben. Ausrüstung anpassen. Na, wir haben ja noch unsere Luftdruckknarre hier. Das ist krass, dass der nur 6 Schuss hat. Oh ne, haben wir doch ein bisschen mehr. So, nichtsdestotrotz, ich würde hier gerne rübergehen. Dafür muss ich aber eben meine... Ach ne, die haben wir noch dabei. Ja gut, okay. Dann haben wir im Endeffekt nichts, was leise ist dabei. Das ist scheiße. Was haben wir denn? 1, 2... wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was leise ist. Ausrüstung, Waffen, Pistole. Luftdruckpistole, zurück. Waffen. Ah, da steige ich noch nicht. Da steige ich echt noch nicht so wirklich durch. Seitenwaffe. Primärwaffe. Friedenswächter werden jeden verhaften, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird. Sie wurden gewarnt. Da kommen wir gar nicht rüber. Ah, da kommen wir wohl. So, wollen wir mal gucken, was wir hier hinten noch haben. Nehmen wir mal eben. Ach, das ist ja unsere Pistole. Haha, stimmt. Auf jeden Fall möchte ich das Ding haben. So. Stimmt ja, wir haben ja damals aus unserem. Oh, hier sind noch einige da unten. Mal gucken, was wir hier machen können. Werkzeug zum Hacken manipuliert werden. Okay. Können wir nicht. Schade. Oh, da kommt schon wieder so ein scheiß Panzer. Hier können auch hier was in die Luft jagen. Weil da kommen wir jetzt überhaupt nicht rein. Wir haben auf jeden Fall nicht das nötige Hackerwerkzeug dafür. Schade. Ah, da ist schon wieder einer, ey. Okay, der hat anscheinend nicht rausbekommen, dass das von hier kam. Und hier können wir nochmal was looten. Ein paar Pfeile, ein bisschen Kohle.
Und können die hier hochkommen? Oh, hier sind auch echt ziemlich viele, ne? Sehen die uns hier oben? Ich denke mal nicht, dass die uns hier oben sehen können. So, mal gucken. Was bringt das uns denn, wenn wir hier runterspringen? Oh, 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 Glück gehabt. So, wollen wir mal rüberspringen. Und gucken wir hier mal rein, was es hier gibt. Kupferdraht. Halt, irgendwas sieht mich da. Ach, der Panzer da unten wahrscheinlich, ne? Ich komme ihn da jetzt raus, ohne dass der mich sieht. Magst du vielleicht mal weiterfahren? Moment, wir haben ja auch noch irgendwie was zum Ablenken. Gucken, wie das funktioniert. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Vorfall. Ja, funktioniert anscheinend ganz gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir noch ein Radio. Irgendwo. Ein paar Sachen mitnehmen. Also unter uns ist auf jeden Fall noch ein Radio. Es gab einen schwerwiegenden Vorfall in dieser Zone. Friedenswächter könnten ihre Hilfe benötigen. Friedenswächter werden jeden vor Ort verhaften, der bei der Beschädigung... Bisschen so übers Dach rennen hier. Na, ich hätte da eigentlich gerne reingewollt. Brady, in deiner Nähe gibt es ein verlassenes Apartmenthaus. Der Widerstand könnte es als Unterschlupf nutzen. Finde einen Weg hinein und sieh nach, ob es geeignet ist. Wo ist denn das? Was soll denn das sein? Das wird wahrscheinlich das hier sein, ne? Also, sind wir zumindest Radio die haben wir. Der KVA erzählen euch alles, was ihr über sie wissen müsst. Sie sind raffiniert. So, wie müssen wir da lang? Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Ja, mal ganz ruhig hier. Seid ihr bereit? Gott, da soll ich rüber rennen. Was? Press hier, if shit, hit's the fan. Oh, der hat mich gesehen hier, wa? Fuck, jetzt hat er mich auch noch gesehen, ey. Mist. Wissen die genau, wo ich bin? Na, sie werfen zumindest mit Granaten. Die Frage, ob die jetzt hier auch mit reinkommen können. Ja, zumindest gehört uns jetzt hier die Ecke. Einen neuen Aussichtsposten eingerichtet. Im Endeffekt gehört uns das jetzt hier alles. Coolio. Philly Alpha an Brady. Dieses Apartment hat eine perfekte Lage zur Überwachung von KVA-Bewegungen in der Zone. Das könnte uns einen Vorteil schaffen. Schön viel Sprengstoff. Ich schicke ein Team hin. Philly Alpha Ende. Jetzt haben wir noch Munition. So. Wertsachen verkaufen. Munition haben wir auch wieder aufgefüllt.
So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so draußen haben. Bürger, entfernen Sie sich von der Straße. Auf jeden Fall sollte ich hier was in die Luft jagen. Entfernen Sie sich von der Straße. Okay. Ah ne, Sabotage hier an dem Teil. Leg dich nicht mit mir an, Kumpel. Ist hier gerade einer? Ich möchte das dann gerne mal ausprobieren. Hey, was zur Hölle machst du da? Dann sind wir ruhig. Sabotier jetzt jemand gerade. Geh zum Haus mit dem Tunneleingang zurück. Von dort aus kannst du das Signal geben und eine Nachricht im ganzen Distrikt ausstrahlen, um die Leute wach zu rütteln. Okay. So, wo soll ich jetzt hin? 288 Meter, echt jetzt? Wissen endlich, wie viele Leute hier rumrennen? Machen wir noch ein bisschen mehr kaputt. Ich renne bestimmt gleich wieder irgendwo rein. Hundertprozentig, ich kenne mich ja. So, auf jeden Fall müssen wir da hinten hin. Gehen wir am besten hier lang. Jeder Bürger, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird, kann sofort verhaftet werden. So. Melden Sie war zum Rückweg freigehalten. Ah, jetzt sind wir hier. Hier waren wir vorher auch schon mal. Aber ich guck mal gerade erst nochmal einmal kurz auf der Karte ab. Das würde ich richtig so hingehen. Ja, ich muss echt hier hin. Okay. Da möchte ich ja eigentlich gerne nochmal hin. Oh, da läuft einer. Oh, laufen ein paar mehr. Könnt ihr einen Takedown probieren? Das Anfachen von Protesten ist ein Kapitalverbrechen. Anstifter werden identifiziert und verhaftet. Auf den Boden, sofort! Warnung, zivile Störungen werden nicht toleriert. Warnung, zivile Störungen. 95 Meter. Rennen wir hier mal im Schnee einmal rüber. Kommen wir hier mal einmal hoch. Sieht ja alles relativ gut aus hier. Mal schauen, 40 Meter noch. Hier kommen wir nicht rein, das haben sie komplett abgesperrt. Ah, hier müssen wir. Dann klingeln wir doch mal. Wenn wir konzentriert bleiben. Ein paar andere Nebenmissionen. Die nehmen wir nochmal alle mit an. Sie mit ihren Spitzenhändchen in Eiern haben, zeigt ihnen, dass es egal, welche Fortschritte sie sind, weder. Okay. Achso, so viele Jobs, ich kann auch nicht. Ah. Verzeihung. Ach, lass mich mal durch da. So, wo muss ich denn jetzt? Ich habe vom letzten Feuerdefekt noch ein Klingeln in den Ohren. Muss nach unten. Okay. Wo geht's denn hier runter? Bin ich blind? Ach, da geht's weiter. Ups. Ja, man sollte auch die Augen aufmachen. So, Munition holen. Und dann müssen wir. Brady, gute Arbeit da draußen. Hier hin. Gehört das Ding jetzt uns? Ja, cool.
100%, yay, geil. Wir haben im Endeffekt die ersten Teil der gelben Zone. Ja. Wuhu, wir haben es geschafft. Es wird Zeit, Olsen zurückzuerobern. Ja, geil. Brady, hier spricht Burnett. Du musst zu mir in die Klinik kommen. Sie ist auf deiner Karte. Ich will, dass du siehst, was du getan hast. Ich will endlich Action. Ja, Moment, jetzt müssen wir erstmal Karte gucken. Sie werden mir hier alle Ziele angezeigt, oder wie? Gelbe Zone von Earlston. Wo soll die Klinik sein? Und ich bin da. Okay. Ja gut, das würden wir allerdings sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, bis morgen.